weil es mich einfach gefreut ist, dass ich etwas dazu beitrage, wenn dann anderen Kindern geholfen wird. Ich wollte mitmachen, weil Kinder im Südsudan bekommen dann das Geld von der Caritas und die können dann in die Schule gehen, weil sie brauchen das Geld mehr als ich oder meine Familie. Ich bin ja selber zwei, drei Runden mitgelaufen. Es ist heute einer der heißesten Tage und trotzdem wird hier beim Laufen von den Kindern mit voller Motivation mitgemacht. Man hat fast so ein Gefühl wie Post-Corona-Aufbruchstimmung. Die Kinder strahlen, laufen Runde um Runde für Kinder in Not. Die Kinder vor dem Lauf suchen sie sich Sponsorinnen oder Sponsoren. Das sind zum Beispiel die Eltern, die Großeltern, die Tante, der Onkel, die Nachbarin, der Bäcker ums Eck und so weiter. Sie fragen sie, ob sie sie pro Runde mit einem bestimmten Betrag unterstützen möchten. Und das wird dann mit den gelaufenen Runden multipliziert und so kommt dann die gesamte Spende der Schulen zusammen. Es ist so der Danke, perfekt. Heute habe ich 13 Runden geschafft. 12. Ich bin müde, aber mir geht's gut. Ich bin richtig stolz auf mich.